Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Urlaub. Ich befinde mich gerade in Brela in Kroatien und wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es hier wunderbare Hintergrundkulissen und deswegen nutze ich die Gelegenheit und zeige euch heute mit dieser Hintergrundkulisse, was ich so mitgenommen habe an Beauty-Produkten und für den Urlaub. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Als erstes musste natürlich mein Duschgel mit, mein Lieblingsduschgel von Balea. Wie gesagt, ist eins meiner Lieblinge. Es ist ein ganz tolles Produkt. Es riecht super, super gut. Und es wäscht die Sonnencreme-Rückstände ab, kühlt die Haut so ein bisschen. Und von daher musste das unbedingt mit. Und weil wir ja zu fünft sind, habe ich mir dann noch eine Reserve mitgenommen und zwar von Yves Rocher das Monoi de Tahiti für Shampoo, also als Shampoo und für den Körper. Und das hat auch einen ganz speziellen Duft. Und von daher kann ich das auf jeden Fall weiterempfehlen, allein wegen dem Duft. Dann habe ich mitgenommen dieser Body Splash von Alverde. Und zwar ist das Refreshing Body Splash mit einem ganz speziellen Duft. Das ist, riecht sehr frisch und es ist wirklich sehr erfrischend auf der Haut, wenn es mal sehr heiß sein sollte, was hier in Kroatien im Moment der Fall ist, dann gehe ich damit einfach über meinen Körper und das erfrischt dann so ein bisschen. Und als Alternative habe ich noch mitgenommen von Truckle Moon das Soft Watermint Rain, das ist ebenfalls so ein Body Splash und das gibt diese Minze, gewisse Frische und einen sehr schönen kühlenden Effekt. Außerdem habe ich dieses noch mitgenommen, das ist ebenfalls von Yves Rocher Monoir de Tahiti, auch mit diesem speziellen Sommerduft, Sonnencremeduft, kein Kokosduft, aber halt der Duft der Monoi-Blüte. Und das ist so ein, also es riecht nach Sommer, nach Strand, Urlaub und von daher musste das auch auf jeden Fall mit. Und ich habe auch sehr viele Sachen mitgenommen, die ich aufbrauchen musste. Ne? Also ich habe jetzt nicht ganz neue Produkte gekauft, sondern einfach Sachen mitgenommen, die halb leer sind. Und von daher habe ich hier einmal dieses Gesichtsspray von Nu Skin. Die Flasche ist ein Drittel voll und die werde ich hier aufbrauchen. Das kann man dann als Erfrischungsspray nutzen oder halt als Gesichtsspray, um die Haut, um die Poren wieder nach der Reinigung zu verschließen. Aber hauptsächlich nutze ich dann das hier, meinen heiß geliebten Toner von It Works und den kann ich auch sehr, sehr weiterempfehlen. Das ist ein pflanzlicher Duft, also es ist rein pflanzlich und den liebe ich auch sehr. Als Gesichtsreinigung habe ich das Alverde mitgenommen, Alverde Perfect Tone Gel to Milk Reinigungsgel. Das ist so ein Gel, welches, werde ich fokussiert? Ich hoffe, ja. Das ist ein Reinigungsgel. Wenn man es sich aufträgt, hat es eine ölige Konsistenz. Wenn man das aber aufschäumt auf dem Gesicht, dann wird es zu einer Reinigungsmilch. Der Duft ist sehr schön, es riecht nach Mandeln und auch wenn man mit der Gesichtsreinigung fertig ist, dann riecht man noch lange den Duft von Mandel um seine Nase herum. Nach der Gesichtsreinigung nutze ich das Alverde Aqua Hydro Pflegeessenz mit Meeresalge und das ist einfach ein Serum, welches man sich dann nach der Reinigung aufträgt und dann lässt man es trocknen und dann kann man mit der ganz normalen Gesichtspflege weitermachen. Unter der Sonne, wenn sich die Haut bräunt, ist es ja so, dass die Haut
ja, dass die Haut schneller erneuert, beziehungsweise wenn man einen Sonnenbrand hat zum Beispiel, dann kommt es vor, dass man anfängt zu pellen. Ja? Und deswegen habe ich mir dieses Peeling mitgenommen, um das Ganze so ein bisschen ja, zu beschleunigen oder zu unterstützen, damit die alten Hautschüppchen weggehen, ja, damit die Haut einfach bereit ist, sich schneller zu erneuern. Das ist ein Peeling, eine Peeling-Maske. Man kann es als Maske nutzen oder halt einfach als Peeling. Von CMD Naturkosmetik. 2-in-1 Pflege mit Bio-Kokosöl für strahlende Haut. Ich finde das Produkt sehr gut, allerdings gefällt mir der Duft nicht. Der Duft, das riecht so ein bisschen muffelig, ich weiß nicht. So richtig nach Kokos kann ich jetzt nicht. Ja, Kokos riecht man auf jeden Fall, aber da ist noch so ein muffeliger Nachduft drin. Von daher, ich habe es mal mitgenommen, weil ich es aufbrauchen sollte. So von der Wirkung her finde ich das sehr gut. Dann habe ich hier das von Nature Naturkosmetik, ein Körperöl, ein vitalisierendes Körperöl mit Bio-Arnika-Blütenextrakt und Traubenkernöl. Einfach nach dem Duschen auftragen, und ich mag es, Körperöle sehr, sehr gerne nutzen im Sommer, weil sie halt nicht so schwer sind wie Cremes, und es riecht auch ganz angenehm. Es riecht halt nach Naturkosmetik, aber ich finde den Duft sehr schön, und von daher habe ich es mitgenommen. Dann durfte natürlich nicht fehlen eine After Sun Körpercreme. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dann nach dem Sonnenbaden, nach dem Duschen dann einmal richtig gut eincremt. Diese After Sun Creme von Ultra Sun hat einen kühlenden Effekt, und ja, ich finde, es hat eine sehr, sehr leichte Konsistenz, und von daher, ich kann das auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich auch gemerkt habe, dass es kühlt und dass es einfach der strapazierten Haut sehr, sehr gut tut. Für meinen Sonnenschutz habe ich mitgenommen, einmal fürs Gesicht und einmal für den Körper. Für den Körper die Glimmer Shimmering Sun Lotion mit einem Lichtschutzfaktor von 20 von der Firma Ultra Sun. Ich finde das total cool, weil wenn man es sich auf die Haut aufträgt, dann hinterlässt es einen richtig tollen Schimmer, und das sieht in der Sonne natürlich wunderbar aus. Und für das Gesicht habe ich mitgenommen von Ultra Sun mit Lichtschutzfaktor 50+. Fürs Gesicht Face Moisturizing Anti-Aging Sun Protection für Sensitive Skin. Und auch da empfehle ich wirklich nicht nur seinen Körper mit lichtschutzfaktorhaltigen Cremes einzuschmieren, sondern auch sein Gesicht nicht zu vergessen. Was natürlich nicht fehlen durfte, das ist das Defining Gel. Das Defining Gel hilft sehr bei Sonnenbrand. Es hat einen kühlenden Effekt und hilft der Haut einfach, sich schneller zu regenerieren. Das Defining Gel ist auch rein pflanzlich. Da sind ganz intensive Pflanzenstoffe drin, wie zum Beispiel Efeu, Rostkastanie, Schachtelhalm, ja, und Menthol, ne, was das Ganze so ein bisschen den kühlenden Effekt gibt. Und es hat sich hier im Urlaub schon sehr, sehr bewährt. Was man noch damit machen kann, Mückenstiche. Man kann damit Mückenstiche, wenn man einen Mückenstich bekommen hat schon, dann kann man damit mit dem Defining Gel drüber gehen, weil es einfach diesen Juckreiz mildert oder lindert. Dann durfte die Deo Fußcreme nicht fehlen. Von Balea, und zwar, das ist mit Kokosduft, und ich schmier mir das immer abends ein, und ich finde, es gibt einen kühlenden Effekt. Ich laufe hier hauptsächlich barfuß, ja, soweit es geht. Es geht eigentlich ganz gut, auch auf den Kieselstein. Ich bin ein trainierter Barfußläufer, kann man so sagen, und während mein Mann mit seinen Babyfüßen hier auf dem Kieselstrand versagt, kläglich,
kann ich so über die Kieselsteine laufen. Jahrelanges Training, aber die Füße werden natürlich strapaziert und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Füße dann auch eincremt, jeden Abend vor dem Zubettgehen. Dann habe ich hier eine Reisegröße mitgenommen von Eucerin Hyaluron Filler Daydream for Dry Skin, also extra für trockene Haut und gerade jetzt im Sommer, habe ich mir gedacht, probiere ich das mal aus. Ich habe es noch nicht ausgetestet. Es hat halt eine Reisegröße. Und wie das so ist, werde ich spätestens im Aufgebraucht-Video berichten. Außerdem habe ich diese Deo-Creme mitgenommen. Die habe ich gerade im Test. Und ich muss jetzt schon sagen, ich bin super begeistert. Das ist eine Deo-Creme ohne Aluminium von der Firma Green Door. Und es ist eine weiße Paste, die man sich dann nach dem Duschen einfach auf die entsprechenden Stelle, also unter den Achseln, an Erbsengröße herausnimmt und dann 1 bis 2 Sekunden auf die Stelle einschmiert und dann da kommt schon der erste Gast an den Strand. Ich beeile mich. Ja, einfach auf die Stelle und dann, es hilft wirklich. Nach dem zweiten Tag wirst du merken, dass du gar nicht mehr so schnell riechst. Also ich bin super begeistert. Dann habe ich noch mitgenommen die Rêve de Miel Nyx. Das ist eine Lippenpflege. Die tue ich mir auch abends nochmal auf meine Lippen, weil die Lippen natürlich auch Pflege brauchen und von daher habe ich sie mitgenommen. So, das war es so an pflegender Kosmetik, was ich so mitgenommen habe für den Urlaub. Und in einem anderen Video zeige ich euch, was ich so an dekorativer Kosmetik mitgenommen habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.